jetzt September 2016 und ich bin wieder hier vor der Glaswerkstatt Derix in Kevelaar am Arbeiten. Wir sind jetzt hier im Ausstellungsturm der Firma Derix und was man hier sieht, das sind jetzt die Nachmittagsfenster. Wir haben ja bereits zwei große Etappen geschafft. Wir haben von diesen 43 Kirchenfenstern, die gemacht werden müssen für die Kirche in Duisburg-Meiderich, haben wir bereits die Morgenfenster gemacht mit dem Morgenrot. Wir haben die Mittagfenster gemacht mit der gelb-goldenen Sonne und dem starken Blau. Und jetzt sind wir bei den Nachmittagsfenstern. Die Nachmittagsfenster bilden den Übergang zwischen dem Mittag und dann dem Abendfenster mit dem glühenden Abendrot. Um nochmal zu verdeutlichen, was diese Nachmittagsfenster für eine große Bedeutung haben, so den Zusammenhang herzustellen, zeige ich ein paar Bilder. Das ist der Chor mit dem Morgenlicht. Da kommt die Morgensonne, das Morgenrot. Das ist ganz vorne im Osten. Dann kommt nachher die gelb-goldene Sonne mit dem starken Blau. Das sehen wir hier. Kommt das zur Geltung? Und jetzt kann man bereits sehen, es gibt einen Übergang von hier, vom Morgen zum Mittag. Und jetzt kommen diese Nachmittagsfenster, die ja vom Mittag dann vermitteln wieder zum Abend. Das Abendfenster nämlich, das wird ganz stark, das wird ein starkes, feuriges, glühendes Rot werden. Und da muss etwas dazwischen sein, das eben diese Verbindung schafft. Und das sind die Nachmittagsfenster. Wir sind jetzt im Arbeitsraum von Herrn Jansen. Und ja, Herr Jansen, danke vielmals für die Fotos. Mensch, wie lange arbeiten wir denn schon zusammen? Ja, ich glaube, das ist schon seit Ende 2007 der Fall. Ach, das ist eine lange Zeit. Ja, und ja, also wir sind ein Team und ohne den Herrn Jansen wäre dieses Projekt gar nicht denkbar. Und wir arbeiten sehr gerne zusammen. Ja, das machen wir. Und wir sehen ja jetzt hier, dass wir tatsächlich hier etwas aufgebaut haben, was jetzt wieder mit diesen Nachmittagsfenstern im Zusammenhang ist. Nämlich wir haben hier die beiden Vierpässe oben und dann auch in der Kirche über die Spitzen montiert in den Stein. Und die Farbigkeit hier muss natürlich wieder zu diesen Spitzen zusammenpassen. Und hier ist auch wieder eine Farbigkeit zu sehen. Das ist dann nochmal ein bisschen eine Steigerung und wir müssen uns immer sehr sorgfältig herantasten, welche Zusammenhänge passen jetzt, welche Farben wollen wir da in diese Spitzen, in diese Vierpässe dann bringen. Es soll eine Steigerung sein von den weichen Nachmittagsfarben des Blaus dann hinein in dieses Violett bis sogar so ein bisschen in dieses Purpur hineinspielen. Die Verbindung vom Abendfenster, von dem mittleren Bereich, das ja auch diesen Violettton in sich hat, zu diesen Nachmittagsfenstern, wo dieses Violett dann in der oberen Partie der Fenster ja dann hineinspielt, damit das bereits einen Bezug machen kann. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Man kann nicht einfach ein Glas vor das andere stellen und sich an den Farben freuen, sondern da brauche ich dann schon den Herrn Jansen, den Fachmann. Das haben wir hier ein bisschen vorbereitet. Die Gläser in ihrer Art sind sehr unterschiedlich. Wir haben einmal ein spezielles rotes Überfangglas, was wir verwenden in einer eigenen Schattierung. Und wir haben ein Tonglas, ein blau-violett, was eben auch dann die Besonderheit dieser Mischung im Violett ausdrückt. Und nochmal zum Abendfenster rübergreifend, müssen wir einfach schauen, dass wir eben nicht mit einem Überfangglas, der eine besondere Leuchtkraft auch hat, sondern auch eben zwei Überfanggläser verwenden, um diesen Farbablauf und dieses Farbspiel dann später so zu erreichen, wie wir das wollen, dass wir nochmal eine Steigerung zum Abend dann hineinbekommen.
Wir sind jetzt hier im Ausstellungsturm auf dem Lift und hier haben wir bereits die Endphase unserer Farbbestimmungen. Wir sehen hier zwei Gläser, die voreinander stehen, ein kühles Blau, ein warmes Blau und dies zusammen gibt dann unsere Farbmischung und das ist unsere bestimmte Farbe. Hier sind die beiden Gläser noch aufeinander und hier sind sie bereits verbleit und in diesem Verbleiten kommt natürlich eine Distanz zustande zwischen den beiden Gläsern und das macht dann die Tiefenwirkung. Wir haben aber nicht nur die Tiefenwirkung, wir haben ja auch einen Farbablauf. Und der Farbablauf, Herr Jansen. Ja, wir haben nicht nur mit zwei Scheiben gearbeitet, sondern wir haben auch, um den Farbablauf am Ende zu erreichen, ja drei Scheiben verwendet. Und als Beispiel würde dann so etwas, so eine Veränderung bewirken, die wir im oberen Bereich deutlich ablesen können, wo eine dritte Ebene, die aus einer roten, hell abschattierten Scheibe besteht, dann ergänzt ist. Das gibt natürlich auch eine tolle Tiefenwirkung. Das ist großartig, wenn dann diese drei Scheiben und dann noch die Verglasung außen, die Klarverglasung, das ist eine herrliche Tiefenwirkung. Und das macht auch den Zauber aus, diese wunderbaren Fenster.